Verschwörer, von denen man täglich hört. Als Schwurbler, Spinner, Kurvidioten ständig diffamiert. Und ganz klar. Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr. Was hier mit uns gemacht wird, ist längst totalitär. Für euch sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Bestimmte Wörter sind passé, Meinungsfreiheit längst AD. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt. Was passiert, wenn keiner streikt, sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Die Zentren sind errichtet, die Impfung steht bereit. Die Schwachen sind als erstes dran, weil niemand nach ihnen schreit. Die Gesellschaft ist gespalten, durch Lügen provoziert. Egal wer nun gestorben ist, als Corona-Tod erzählt. So, die Sterblichkeit stellt deutlich klar, eine Pandemie war niemals da. Sie belügen uns seit einem Jahr. Wann wird's auch dem Letzten klar? Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt. Was passiert, wenn keiner streikt, sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Die Menschen erwachen in allen Regionen. Sie gehen auf die Straße, trotzdem wählen verboten. Die Lügen zerbrechen wie Glas auf dem Boden. Die destruktiven Pläne sind nun endlich aufgeflogen. Die Eliten sind am Ende, das kann man deutlich sehen. Ihre Propaganda fängt an, ihre Wirkung zu verlieren. Hinterfragende Menschen auf der gesamten Erde stehen zusammen für echte menschliche Werte. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wie das auf Instagram funktioniert. Es scheint dort zu laufen, aber ich weiß noch nicht mal, wie ich meinen eigenen Stream finde. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ja, vielen Dank an Björn Winter alias Björn Banane, jemand, der die ganze Zeit aktiv ist und auf die Wahrheit hinweist, auch wenn die viele Menschen nicht sehen wollen. Und das ist ja genau das Problem, dass man sich selbst so ein bisschen irre vorkommt. Wenn man als Querdenker, die Querdenker hatten recht von Anfang an, by the way, vielen Dank für das tolle Shirt. Wenn man quer gedacht hat seit 2020, dann wurde man prinzipiell immer nur beschimpft und der Witz an der Sache ist, man hatte ja tatsächlich sozusagen hellseherische Fähigkeiten. Nein, die hatte man natürlich nicht, sondern man hat ganz einfach und ergreifend sehr schnell erkennen können, dass hier das, was gemacht wird, nicht realistisch ist und dass das auch nichts war, was man hätte machen müssen. Und ich wollte mich mit euch über das Thema Zensur unterhalten und ich wollte mich ein bisschen über das Thema Berufsverbände unterhalten und wie man irgendwas besser machen kann oder nicht besser machen kann. Warum möchte ich das machen? Weil ich habe so beim Aufräumen auf meinem Computer etwas gefunden und oh, meine Tochter schaut bei Insta. Das Bild ist schlecht, aber meine Tochter schaut bei Insta, ist das lustig. Danke, danke, Johanna, Ton geht gut. Geht doch, ich glaube, meine Kinder sind im Multimedia. Ist Hammer. Aber das sieht man ja nur einen Teil, da ist man nur ein ganz kleiner Bildausschnitt offensichtlich. Das bringt, glaube ich, ziemlich wenig. Ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Siehst du das ganze Bild oder siehst du das, was du mir hier geschickt hast? Weil wenn du mir das schickst, was siehst, was du geschickt hast, dann muss ich ein anderes Format für die Streams machen. Das klappt doch bei X deutlich besser. Yo. Habt ihr Bild und Ton? Ich nicht.
bei Insta ist offensichtlich was da. Ja, ich zeichne das Ganze sowieso auf und wenn es nicht gut funktioniert, so. Man sieht das. Oh, das ist schlecht. Okay, wenn man das sieht, damit kann man natürlich nichts anfangen. Also, Insta, erster Probelauf ist Schrott. Und da muss ich dann lernen, wie man das bei Insta richtig rübergibt. Und damit habe ich wieder was gelernt. Ich habe bei mir auf dem Computer eine meiner alten Präsentationen gefunden. Und das war Corona 136. Und wenn man sich Corona 136 anguckt, dann fängt man doch an, sich ein bisschen zu wundern. Nämlich, es gab, und das hatte ich auch vergessen, eine Studie. Und die war von August 2020 und die kam vom National Bureau of Economic Research und dieses National Bureau of Economic Research ist zu dem Schluss gekommen, dass weder Lockdowns noch andere Maßnahmen irgendetwas bringen. Und dann fragt man sich doch, wenn das so eine offizielle Stelle ist, dass, was hat Zensur gemacht? Also man muss ja nicht einem HNO-Arzt aus Sinsheim glauben, aber man könnte zum Beispiel dem National Bureau of Economic Research glauben. Und die haben nicht nur eine Studie gemacht. Und ihr könnt hier unten auch sehen, wo man das findet. nbr.org, Papers, W27719, PDF. Und wenn man sich das Ding aufruft und liest sich das durch, dann wundert mich. Weil die haben nämlich sich die Mühe gemacht damals und haben 24 Länder untersucht, darunter auch Frankreich, Deutschland, Indien, Iran, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Panama, Peru, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Dänemark, Türkei, Vereinigtes Königreich, die Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. Da nicht alle Bundesstaaten und sind hier eigentlich zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Und hätte man nicht zensiert, dann hätte solche Papers direkt in der Presse erscheinen müssen und die Politiker, die sicherlich zu diesem Zeitpunkt auch sehr überlastet waren und auch überfordert waren, weil sie ja keine Ahnung hatten und sind wir mal ehrlich, ich wäre ja auch nicht gerne in der Position gewesen, zu dem Zeitpunkt Gesundheitsminister zu sein, der dann am Ende natürlich auch die Verantwortung für solche Entscheidungen irgendwann mal treffen muss, aber die hätten das vielleicht gekriegt, weil es hätte jemand gefunden und es wäre niemand zensiert worden. Und man muss ja wissen, ich bin ja einer von den Ärzten, die mit als Erste zensiert wurden. Und das ist nicht schön, wenn man zensiert wird, sondern das war etwas, was zu dem berühmten Video Corona 12 und 13 auch geführt hatte. Darunter bin ich nämlich, ich mache übrigens jetzt mal Instagram auf, und das bringt nämlich nichts. Also Instagram habe ich jetzt abgeschaltet. Da geht's nicht. Hi Leute, sagt Oliver Kempski. Dauernd verschwommen, dann wieder klar. Ja, das ist diese dynamische Bitrate. Ich probiere das nochmal. Also ich lade das anschließend auf jeden Fall nochmal hoch. Wieder habe ich bei der Sache was gelernt. Heute war das jetzt ein Probelauf, auch um zu sehen, wie gut oder schlecht das Ganze auf Instagram passiert und gesehen wird. Gehen wir nochmal zurück. Also wenn diese Studie damals bekannt geworden wäre, dann hätte man im August 2020 spätestens gewusst, dass die Wachstumsrate der täglichen Todesfälle innerhalb von 20 bis 30 Tagen nahezu auf Werte nahe Null gefallen sind. Da wir wissen, dass die Menschen am Anfang falsch behandelt wurden und das auch Gott sei Dank eine der Sachen war, die aus der Blase rauskam, haben die Ärzte aufgehört, die Patienten falsch zu behandeln mit Medikamenten, die diese Patienten ja, getötet haben und auch die Maßnahmen mit dieser invasiven Beatmung hat den Patienten nicht geholfen. Man hat also sehr schnell erkannt hier, dass es auch nach der Anfangsperiode überall auf der Welt sich die Todesfälle um null und darunter bewegt haben. Würde man den ersten Monat dieser Pandemie weltweit mal wegklammern, dann hätten wir vermutlich gar keine Übersterblichkeit in irgendeiner Art und Weise auch jemals gefunden. Und deswegen ist die Frage, hat die Zensur jetzt Menschen geschützt oder hat die Zensur Menschen geschadet
Und das ist eben etwas, was man, wenn sich solche alten Dokumentationen nochmal anschaut, man ganz klar beantworten kann. Und es war ja auch von Anfang an, das war ja das, was ich gemacht hatte, als ich damals noch in Sinsheim meine Praxis hatte. Ich habe immer wieder genau gezeigt, diese Zahlen, habe sie analysiert und habe auch geschaut, welche Fehler werden hier von der Darstellung gemacht und von anderen Sachen. Und all diese Berichte, die irgendwo kritisch waren, die sind im Mainstream nur einmal aufgetaucht, wie unser guter Gesundheitsminister damals, der erkannt hat, dass die Anzahl der Fälle nur deswegen steigen, wann man auch testet. Ich glaube, bei genau diesem Video ist bei Jens Spahn, wenn man sich seine Mimik von Anfang bis Ende anschaut, wirklich mehr als ein Groschen gefallen. In dem Moment, wo er nämlich ausspricht, dass er sagt, dass man, wenn man mehr testet, mehr Fälle kriegt, macht es bei ihm im Gehirn Klicker, Klicker, Trez, und auf einmal erkennt er, dass da was schief läuft. Und insofern, ich würde immer noch gerne mit dem da sprechen. Das würde ich wirklich gerne, weil ich glaube, dass Jens Spahn im Laufe der, also am Anfang natürlich völlig überfordert war, hat dann Professoren als Berater an die Seite gestellt bekommen, die jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren, also Wieler, Drosten und Konsorten und Lauterbach. Und als Bankkaufmann gelernter in dieser Rolle, ist er hier auf einmal, glaube ich, zu einer Erkenntnis gekommen. Und wenn man mit ihm sprechen könnte, der hat, glaube ich, irgendwann kapiert, was da passiert ist. Und dann ist er aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, hat er gedacht. Er hat ja auch dann danach noch gesagt, wenn wir mit dem Wissen von heute, würde es niemals wieder solche Entscheidungen geben. Ja, mit seinem Wissen von heute. Deswegen ist das auch jemand, der sicherlich seine Karriere als Gesundheitsminister nicht mehr hätte fortsetzen können, weil der wurde gefährlich für Establishment. Also, meine Bitte an die da draußen, die das vielleicht hören. Ich hätte wirklich gerne ein Interview mit Jens Spahn. Und ich glaube, dass Jens Spahn versucht hat, was richtig zu machen. Und da kriege ich jetzt wieder viel Shitstorm. Ich glaube nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, von denen ich das sofort glaube, ich glaube nicht, dass der dieser Agenda gefolgt ist. Und um diese Agenda zu verstehen, werden wir die nächste Zeit noch ein paar Mal High Noon machen. Und wir werden mal schauen, was hat eigentlich das Klima mit Pandemien zu tun, mit Wirtschaft zu tun und mit verschiedenen anderen Institutionen. Ich weiß, das hatten wir schon alle, aber der eine oder andere schaltet hier ja auch mal neu in das Programm, und dann habe ich immer noch die Hoffnung, dass man da irgendwo so ein bisschen auch an Wissen weitergeben kann. Ich schaue noch mal hier rein, wie das bei D-Life ausschaut. Mache hier noch mal ein Reboot. Ich glaube, die dynamische Bitrate ist keine wirklich gute. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich finde, das sieht jetzt sehr vernünftig aus, wenn es die ganze Zeit nicht weg war. Und also ihr scheint zu gehen. Da können wir eigentlich auch weitermachen. Hören einwandfrei. Alles halb so wild. Ton ist einwandfrei. Jetzt Pixel ist. Also Mensch, sieht es bei mir sehr gut aus. Ich kann euch ja mal das Bild einblenden, wie es bei mir auf dem Bildschirm aussieht. Und ich habe hier nichts zu meckern im Moment eigentlich. Das läuft ziemlich flüssig. Und vielleicht ist die dynamische Bitrate doch eine gute Idee. Ein bisschen Zeitverzögerung haben wir. Damit kann man, glaube ich, auch leben. Und ja, man kann Glocken spenden. Was ist das denn? Man kann Glocken statt Zitronen. Oh, it's Merry Christmas. Es gibt Glocken statt Zitronen. Eiscreme, Diamant. Ah, und jetzt pixelt's wieder massiv. Nein, das ist kein gutes Ding. Also ich tue das wieder hochladen anschließend. Ich wirklich rauf und runter. Schade. Ich wüsste gerne, was ich hier dran ändern kann. Ist ein bisschen frustrierend. Ist auch das, warum ich aufgehört hatte, eine Zeit lang Livestreams zu machen. Ich habe alles nur noch aufgenommen. Das ist auf der anderen Seite natürlich nur noch die Hälfte vom Spaß, weil mich interessiert eure Meinung zu den Themen natürlich auch.
Und wenn ich hier das immer wieder irgendwo weggepixelt ist oder noch schlimmer der Stream abbricht, dann geht einem irgendwo der Spaß verloren. Wie lange akzeptieren wir Zensur noch? Hätte man die Zensur am Anfang nicht gehabt, dann wäre diese sogenannte Pandemie vermutlich nach ein Monat vorbei gewesen. Wenn ich mir meine ersten Videos anschaue oder auch die von Klaus Köhnlein, Sucharit Bhakti oder Wolfgang Wodak, ich glaube, wir waren die ersten vier, die sich in Deutschland geäußert hätten, dann sind die Einschätzungen, die wir im ersten Monat getroffen haben, eigentlich alle richtig gewesen. Man hätte aufhören können, irgendwas an Panik zu verursachen, und das wäre natürlich auch genau das gewesen, was das Richtige gewesen wäre in dem Zusammenhang. Wenn man sich vor allen Dingen, man durfte ja auch nicht über die Grippe berichten. Wenn also jemand, ich habe nämlich, das ist auch so ganz faszinierend, wenn man sich die ersten Präsentationen anguckt, die ich gemacht habe, dann findet man zum Beispiel horrende Zahlen für die Grippe. Das war noch den gesamten März so, oder gegen Ende März hat sich's geändert. Da habe ich nämlich immer noch die Grippezahlen herangezogen und auch die Grippetoten. Nachdem ich das aber gemacht hatte und hatte eine gewisse Reichweite und wurde auch wahrgenommen bei zum Beispiel YouTube, dann sind diese Zahlen auf einmal verschwunden. Es gab vom einen auf den anderen Tag auf einmal keine Grippekranken mehr. Und das ist bezeichnend, weil das lässt sich dank dieser alten PowerPoint-Folien auch heute noch problemlos beweisen. Und das ist eine Sache, die mich persönlich sehr nachdenklich stimmt. Wenn ich mal, ich glaube mal, Corona 3, ob ich diese Folie gerade finde. Ich weiß nicht, ob es auf diesem Rechner ist. So, das ist der Film von Corona 3, den will ich aber gar nicht. Ich will eigentlich die Präsentation. Habe ich zu viele. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Präsentation rein, in die Corona 3 Präsentation, die war vom 22. März 2020. Ich rufe die gerade mal auf. Geht langsam. Muss er wahrscheinlich erst laden auf diesem Rechner. Also, er lädt und das kann einen Moment dauern. Ich habe euch schon gesagt, ich möchte euch etwas aus meinem Buch vorlesen, Alles Schwindel, und ich habe mich dort mal zum Thema Ärztekammer geäußert und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe in meinem Leben viele Berufe ausgeübt. Vom Kellner zum McDonald's-Mitarbeiter, vom zivildienstleistenden Zauberer, EDV-Unternehmer zum Angestellten und selbstständigen Arzt. Ich war Autor, Journalist, Inhaber einer Firma, die eine Suchmaschine erstellen wollte, Safari-Unternehmer und Hotelier. Und das ist noch nicht alles. Meistens dauert es in Deutschland nicht lange, bis sich irgendein Berufsverband meldet und einem mitteilt, dass man ab jetzt ein Zwangsmitglied in einer Berufsvertretung ist. Im Falle der Medizin in einer Berufsvertretung, die einen dann, wenn man sie brauchen würde, nicht vertritt, sondern gegen einen vorgeht, obwohl man sich im Gegensatz zur Masse der Ärzte an die Berufsordnung und an das ärztliche Gelöbnis gehalten hat. Darauf habe ich mehrfach hingewiesen. Es lohnt sich vielleicht für euch mal, das ärztliche Gelöbnis von Genf zu lesen. Hier stellt sich die Frage, wie kann es Zwangsmitgliedschaften geben, die sogar anteilig deine Einnahmen für sich beanspruchen dürfen, aber im Grunde nur über gesetzliche Vorgaben wachen, statt für die Freiheit
Arzt ist ein freier Beruf, theoretisch, und eigentlich darf ein Arzt nicht staatlichen Weisungen folgen, sondern er muss seinem wissenschaftlichen Know-how folgen, als Background, statt für die Freiheit deines Berufs zu kämpfen und gesetzliche Übergriffe zu verhindern. Würden diese Berufsverbände eine gute Arbeit machen, dann würden sich die Mitglieder dort freiwillig registrieren und die Dienste gerne in Anspruch nehmen. Berufsverbände sollten das Leben des Unternehmers oder Selbstständigen vor staatlicher Willkür schützen und Hilfestellung bei Problemen bieten. Diese Berufsverbände sollten sich als Schutzwall zwischen den Staat und den Unternehmer stellen. Das tun sie aber nicht. Sie verstärken den Verwaltungsaufwand, stehlen das Geld der Arbeitenden und haben exakt keinerlei Nutzen. Null, nada, niente, nichts. Es wird ein sehr kurzes Kapitel. Alle Berufsverbände sollten aus meiner Sicht geschlossen und, wichtig, enteignet werden. Das Geld steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Alle Zwangsmitgliedschaften werden aufgelöst. Sollten sich neue Berufsverbände gründen, können sie ihre potenziellen Mitglieder durch Leistungen überzeugen, die den Unternehmer dazu bringen, sich freiwillig als Mitglied dort zu registrieren. Selbstverständlich hat der freiwillige Beitritt auch jederzeit die Option, den Berufsverein wieder zu verlassen. Das kannst du nämlich als Arzt nicht, solange du noch zu einer Ärztekammer gehörst und in Deutschland gemeldet bist. Übrigens, kleiner Tipp an meine Hater, die immer wieder mich bei den Ärztekammern anzeigen. Ich gehöre zu keiner Ärztekammer in Deutschland mehr. Spart das Porto. Die Mitgliedsgebühr ist einheitlich und nicht an das Einkommen gekoppelt, denn mal ganz ehrlich, mit welchem Recht darf die Ärztekammer verlangen, dass ich ihnen meinen wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg nachweise? Es ist wie bei einer Versicherung. Auch dieses Kapitel kommen wir noch. Also in diesem Buch, alles Schwindel, könnt ihr übrigens da oben bestellen. Bit.ly, da ist es wichtig, Groß- und Kleinschreibung zu beachten, also großes B, großes S, Bodo Schiffmann in einem Wort, großes B, großes S. Da kommt ihr zu den Büchern, die ich gemacht habe, unter anderem auch dieses, über 600 Seiten stark, und dort beschäftige ich mich mit den aus meiner Sicht dringendsten Veränderungen, die wir durchlaufen müssen, wenn wir aufhören wollen, immer nur das zu machen, was irgendwelche selbsternannten Herrscher von uns wollen. Und jetzt habe ich mal hier Corona 3 gefunden, oder war das schon bei Corona 2? Ich gehe mal kurz das durch. Nein, Corona 3 war es nicht. Dann war es vielleicht Nummer 2. Ich gehe jetzt mal ein Kapitel weiter, weil das ist auch noch ganz interessant. Gesundheitswesen. In der vermeintlich tödlichsten Erkrankungswelle aller Zeiten wurden in Deutschland 34 Krankenhäuser geschlossen, darunter Schwerpunktkliniken für Lungen und auch infektiöse Atemwegserkrankungen, also während der Pandemie, mit einer neu angeschafften Ausstattung, speziell zur Bekämpfung der Pandemie, wie das Krankenhaus in Ingelheim. Lohnt sich das mal zu googeln, dieses Krankenhaus in Ingelheim. Die haben nämlich anschließend über eBay ihre gesamten neuen Beatmungsgeräte und alles verramscht. Die waren komplett zu Beginn der Pandemie ausgestattet und dann pleite. Die brandneuen Beatmungsgeräte konnte man zum Ramschpreis erwerben. Ich erinnere an das Hauptargument der Maßnahmenbeschließer. Es sollte eine Überlastung der Krankenhäuser und des Gesundheitswesens vermieden werden. Also aus diesem Grund wurden 34 Krankenhäuser im Bereich des Jahres 2020 geschlossen. Okay.
Zu diesem Zweck wurde sogar 2020 ein Notkrankenhaus mit 488 Betten auf dem Messegelände in Berlin errichtet und bis zum Juni 2021 kostete dies den Steuerzahler 13,4 Millionen Euro und es wurde dann im September 2021 wieder abgebaut. Da hat niemals auch nur ein einziger Patient gelegen, nebenbei. Parallel wurden, wie gesagt, 34 Kliniken geschlossen. Obwohl die Pandemie bis zum heutigen Tag, also ihr seht, dass diesen Artikel habe ich am 22. September 2022 geschrieben, in Deutschland immer noch als tödliche Gefahr hochgespielt wurde, wurde das errichtete Krankenhaus wieder abgebaut. Welche Ironie. Unverändert spricht jeder von der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens. Betrachtet man die Entwicklung der Belegung auf den Intensivstationen und die nicht durch das Virus erklärbare explosionsartige Zunahme der Todesfälle in untypischen Altersgruppen, also 2022, dann erscheint dieses Vorgehen noch weniger plausibel. Dazu kommt, dass viele Mitarbeiter wegen Kurzarbeit und fehlender Arbeit gekündigt wurden und jetzt nicht mehr in den Krankenhausbereich zurück möchten oder können, weil sie sich gegen die Teilnahme an einem Feldversuch entschieden haben. Selbstverständlich besteht kein Zusammenhang mit Boostern und mRNA-Injektionen, obwohl ein auffälliger zeitlicher Zusammenhang statistisch nicht zu leugnen ist. Es muss wohl am Klimawandel oder der Hitze liegen. Selbst in Island sterben jetzt die Menschen, obwohl es nicht warm ist. Dann liegt es wohl am CO2 oder Polumkehr oder der Russe ist schuld. Das Bizarre daran ist, das ist übrigens im September 22 geschrieben, nur so am Rande. Das Bizarre daran ist, dass es jetzt zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommen wird durch Erkrankungen, die auf ein geschwächtes Immunsystem oder auf Entzündung oder Blutgerinnsel zurückzuführen sind. Auch kommt es zu immer mehr spontanen Todesfällen, die natürlich nur mit der Gartenarbeit zu erklären sind. Wir installieren derweil Gesundheitskioske, wo man dem einfachen Volk, also dem Plebs, dem niederen Volk, also alle, die nicht wie die Regierung irgendwelche Maskenbildner beschäftigen, Arztbriefe übersetzt und sie mit freiverkäuflichen Arzneimitteln abfüttert. Nur Halbleichen kommen noch dann mit irgendwie Beschwerden zum Arzt. Ob das von Vorteil ist, lassen wir mal dahingestellt sein, sofern der Pseudomediziner im Kiosk die Krankheit richtig einschätzt. Das sind wahrscheinlich die, die früher dann die Türsteher waren an den Supermärkten oder in den Impfzentren. In einem werden die Politiker recht behalten, das Gesundheitswesen wird zusammenbrechen und es wird überlastet werden. Die Gründe liegen aber nicht an den erwähnten Beobachtungen. Im Grunde kann ich es mir sparen, diesen Gedanken weiter auszuführen. Aber ist die Gesundheit nicht das höchste Gut? Sollten wir nicht für Katastrophen Betten und Personal im Übermaß haben? Wäre es nicht besser, das Personal hätte so viel Zeit wie im Jahr 2020, wo sie zum Zeitvertreib Formationstänze wie Jerusalemer einstudiert haben, ist auch passend, oder? Jerusalem, Jerusalemer, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, fällt mir gerade mal auf. Nun, die Zeitschienen sind sehr interessant. Übrigens wäre, das klingt immer total irre, wenn man es sagt. Also, für alle, die das noch nicht auf dem Schirm haben, die Regierungen wollen nicht das Gute von Menschen. Die Regierungen arbeiten zusammen, weil sie davon überzeugt sind, dass Menschen, die 1968 im Club of Rome auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir müssen die Menschheit reduzieren, und die glauben immer noch, das muss das Ziel sein. Da gibt es einige Leute, die wirklich der Meinung sind, man muss die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen reduzieren. Das war lange Zeit zu lesen auf den Georgia Guidestones. Die wurden dann von irgendjemand gesprengt, statt, wie bei einem Monumentalbauwerk eigentlich zu erwarten wäre, man dann Täter gesucht hätte, wurde der Mantel des Schweigens darüber gebreitet. Und ihr solltet euch mal die Georgia Guidestones angucken, da haben nämlich genau diese Eliten ihre Visionen in Stein gemeißelt. Und das Ziel ist es, leider von den meisten Regierungen auf dieser Welt, dass sie gerne hätten, dass ein Großteil der Bevölkerung stirbt. Dabei ist es unerheblich, ob sie in Kriegen sterben,
an medizinischen Maßnahmen sterben oder selbst dazu beitragen. Sie dürfen auch gerne verhungern, erfrieren oder irgendwas anderes, weil da darf man nicht so zimperlich sein. Ja, ich weiß, das klingt bescheuert. Und ja, ich hätte das auch 2019 noch für bescheuert gehalten und auch 2020. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, dass ich dazu gelernt habe, dass das die Realität ist. Jo. Es war eine historisch niedrige Auslastung der Krankenhäuser zu verzeichnen und auch rückblickend fehlt bei Betrachtung von Euromomo und anderen offiziellen Statistiken jeder Hinweis auf eine tödliche Erkrankung. Nun, die Toten in Zukunft werden kommen, sie zeichnen sich ab. Es ist sicher nur ein weiterer Zufall, dass es sich fast ausschließlich um Geimpfte handelt. Leider sind jetzt auch immer mehr Kinder unter den Opfern und junge Menschen, wiederum in nicht zu leugnendem Zeitfenster zur Impfkampagne, ganz abgesehen von den steigenden Totgeburten. Sollte nicht jeder Zugang zu allen Untersuchungen haben, damit man Patienten hilft, statt sie mit einer psychischen Diagnose abzuspeisen und sie für verrückt zu erklären? Genau das war die Beobachtung, die ich in meiner Spezialambulanz für Schwindelerkrankungen gemacht habe. Nahezu jeder Patient, der zu mir kam, stellte sich mit einer angeblich eingebildeten Erkrankung vor und verließ die Praxis wieder mit einer Diagnose und einer Therapie, die auch meistens erfolgreich war. Warum war das möglich? Weil ich Zeit für die Patienten hatte und Untersuchungen durchgeführt habe mit Geräten, die von der Kassenmedizin nicht bezahlt wurden. Weil Patienten es sich leisten können mussten, um von mir untersucht zu werden. Weil ich den Patienten geglaubt habe. Sehr selten erklärte sich eine Kasse zur Übernahme der Kosten bereit. Warum haben Sie das nicht für alle gemacht? Warum war es nicht möglich, dieses Wissen anderen Ärzten zur Verfügung zu stellen? Vielleicht liegt es daran, dass man als Arzt hier selbst Ahnung von Medizin haben muss und Zusammenhänge erkennen muss, die noch in keinem Lehrbuch stehen oder daraus getilgt wurden, muss man noch ergänzen. Je länger ich in meiner Ambulanz gearbeitet habe, umso besser konnte ich meinen Patienten helfen und desto weniger Medikamente habe ich verschrieben. In den meisten Fällen brauchten Patienten eine physikalische Therapie, Chirotherapie oder andere krankengymnastische Übungen, um ihre Beschwerden selbst zu beseitigen. Nicht sehr wirtschaftlich mein Vorgehen, vor allem für die Pharmaindustrie überhaupt, ist der Einfluss des Geldes und der Pharmaindustrie dazu geeignet, aus Ärzten skrupellose Verkäufer zu machen, denn denen ich jede Ethik absprechen möchte. Wer als Beispiel am globalen Spritzengenozid eine goldene Nase verdient hat, ist für alle Zeiten für mich kein Arzt mehr. Und damit meine ich nicht die, die den Betrug erkannt haben und damit aufgehört haben. Medizin ist ein Grundrecht. Die Versorgung mit Zahnspangen, Operationen und Arztbesuchen sind Grundrechte. Es gibt kein Recht, Geld von Menschen zu verlangen, um deren Gesundheit zu garantieren. Sogar Krankenversicherungen sind in meinen Augen vollständig verzichtbar, wenn das höchste Gut des Menschen wieder das höchste Gut des Menschen wird. Keine Experimente an Menschen ohne deren freien Willen, keine Einmischung in die Therapie durch Politik oder Berufsverbände, keine Einschränkungen bei der Wahl der Medikamente oder Behandlungsmethoden, denn wer heilt, hat Recht. Natürlich darf es immer selbstständige, unternehmerisch tätige Mediziner geben, aber alle Leistungen, die in öffentlichen Gesundheitsdiensten angeboten werden, müssen kostenfrei sein und der Patient sollte sich gut aufgehoben fühlen, als wäre er ein Privatpatient der Vergangenheit, ohne dass ihn das auch nur einen Pfennig kosten dürfte. Geht nicht? Nun, Kuba war und ist nah an einem guten Gesundheitssystem. Auch die Kosten für die Arzneimittel sind dort genauso nachvollziehbar niedrig wie in Tansania. Und jeder kann sich die Medikamente leisten. Medizin auf einem sehr hohen Niveau, gute Ausbildung, moderne Geräte. Warum nicht von anderen lernen? Als Ergänzung empfehle ich den Oscar-nominierten Film Sicko von Michael Moore aus dem Jahr 2007. Das ist ein weiteres Kapitel gewesen aus meinem Buch, welches ich hier für euch mal vorgelesen habe. Wer sich meine Videos von, und ich sag mal nur den März
2020 anschaut. Und die sind zum größten Teil auch verfügbar. Ihr findet sie auch bei mir in meinem Alles aus dem Mainstream-Kanal. Der wird feststellen, dass die Zensur dazu geführt hat, dass wir jetzt immer noch in dieser Bredouille hängen, weil meine Einschätzungen zur Situation völlig richtig waren. Es gibt Reporter wie Lars Wienand, die nach wie vor gegen mich hetzen, ohne dass sie dafür irgendeine Grundlage hätten, weil im Gegensatz zu ihnen habe ich keine Menschenleben geopfert, sondern ich habe Menschenleben geschützt. Das muss irgendwann aufhören. Es muss irgendwann aufhören, dass zensiert wird. Menschen sollten in der Lage sein, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und ich weite das auch gerne mal aus in Richtung Russland. Jeder, der applaudiert, dass Sender wie RT Deutsch in Deutschland verboten worden, hat nicht verstanden, wie das im Zweiten Weltkrieg gelaufen ist. Mein Opa zum Beispiel hat sich selbst einen Radioempfänger gebaut, um BBC zu hören. Das war verboten. Dafür hätte er ins Gefängnis kommen können oder Schlimmeres. Er wollte aber nicht nur das hören, was aus den Lautsprechern der deutschen Propagandamedien kam, sondern er wollte auch hören, was aus den Lautsprechern der englischen Propagandamedien kam. Natürlich ist auch das Propaganda. Das heißt, immer in Kriegszeiten, aber auch in Friedenszeiten, leider ist es so, dass Propaganda eine große Rolle spielt. Wenn einem der Staat die Möglichkeit nimmt, weil er selbst sagt, das, was RT Deutsch als Beispiel sendet, ist falsch, dann ist das Zensur. Und im Grundgesetz steht drin, eine Zensur findet nicht statt. Die Experten, die die Regierung beraten haben, haben in Person von Herrn Drosten schon mal komplett falsch gelegen und haben fast dasselbe ausgelöst, was jetzt passiert ist. Alles, was jetzt in Folge passiert ist, auch die Energiewende, die Rezession in Deutschland, war vollständig absehbar. Und ihr werdet es, wenn ihr die Filme, die waren nicht so lang damals wie heute, vom März 2020 euch nochmal anschauen, dann werdet ihr sehen, dass auch die Rezession vorhersehbar war. Und aus Sicht von 2023 war sie nicht nur vorhersehbar, sondern sie war beabsichtigt. Es darf nie wieder Zensur geben. Auch wenn Leute Sachen sagen, die falsch sind. Auch wenn Leute Meinungen vertreten, die euch nicht gefallen. Auch wenn Leute euch beschimpfen, aber ihr müsst auch die Gelegenheit haben, dass ihr das Gleiche tut. Es muss ein Diskurs stattfinden, auch im Bundestag. Keine Ordnungsgelder, die nur einseitig gegen die AfD verhängt werden, aber nicht umgekehrt, sodass Politiker der Ampelkoalition die AfD als Endometriose, als Krankheit bezeichnen dürfen. Als ich das gestern gesehen habe, habe ich gedacht, ich fasse es nicht. Sowas ist in Deutschland möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Vormittag, um nochmal zur Sacharbeit dieses Parlaments zu kommen, haben wir uns im Familienausschuss mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Eine sehr schlimme Krankheit. Sie stiehlt viel Zeit, sie ist sehr schmerzhaft und sie ist ohne jeden Nutzen, also völlig überflüssig. Die AfD ist die Endometriose der deutschen Politik. Vielen Dank. Die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung und ich bitte darum, mich hier nicht jetzt zu stören. Zu Zeiten von Herbert Wehner und Franz Josef Strauß kam es schon mal vor, dass ein Herbert Wehner, seines Zeichens SPD, gesagt hat, blau-weiß kariertes Arschloch, gerichtet an Herrn Strauß. Der hat zurückgeschossen. Das war aber durchaus respektvoller, auch mal jemand als blau-weiß kariertes Arschloch zu bezeichnen, als unmenschlich nur Texte vorzulesen. Da war Leben drin. Das waren Menschen, die haben die Politik gelebt.
Und ich beziehe jetzt weder Position für Herbert Wehner noch für Franz Josef Strauß. Aber die haben mich in meiner Kindheit begleitet und das war eine bessere Zeit. Und wir haben in der Schule 1984 gelesen und ich habe 1984, für die, die es nicht kennen, für euch die ersten und die bedeutendsten Kapitel vorgelesen. Das findet ihr ebenfalls in meinem Kanal oder im Kanal Bushimo des Tages. Und ich würde mich freuen, wenn die Menschen unzensiert 1984 nochmal lesen. Oder ihr nehmt Die Welle, oder ihr nehmt Schöne neue Welt oder andere. Es gibt so viele gute Bücher. Auch die Bücher werden jetzt umgeschrieben. Und das ist genau das, wovor George Orwell die Menschen gewarnt hat. Wir brauchen Meinungsfreiheit, wir brauchen Opposition, wir brauchen Menschen, die ohne Angst ihre Meinung sagen. Wer erlaubt, stellt euch vor, ihr habt während der Corona-Pandemie jemand gehabt, der ist an Corona erkrankt, kam ins Krankenhaus, wurde beatmet. Und wenn man ihn nicht beatmet hätte, würde er noch leben, wie die meisten von diesen Patienten. Und das wäre verhindert worden, weil ihr von vornherein Zugang gehabt hättet zu den Informationen, die euch Ärzte gegeben hätten, wie Sucharit Bhakti, Klaus Köhnlein, Wolfgang Wodak oder ich. Was hat die Zensur den Menschen gebracht? Wann hat Zensur den Menschen genutzt? Wann hat Militär den Bürgern genutzt? Welchen Krieg hat Militär verhindert? Was bringt Überwachung? Warum wurde John F. Kennedy getötet? John F. Kennedy hat in seiner letzten Rede, die er gehalten hat, gesagt, dass es eigentlich keine Geheimnisse gegenüber dem Bürger geben dürfte, auch keine Geheimdienste. Das sind auch Fragen, die mich umtreiben. In diesem Buch gehe ich auf die von meiner Seite aus dringendsten Fragen ein. Und jetzt kommt was für alle, die wieder sagen, der will nur Geld verdienen. Wenn ihr die Druckaustrage kauft, kriege ich nichts davon. Nichts. Alle Einnahmen aus der Druckausgabe gehen in Freiexemplare. Und diese Freiexemplare sind für Menschen, die sich diese Bücher nicht leisten können. Also wenn ihr in Deutschland lebt, weil Porto ins Ausland bezahlen wir nicht, aber wenn ihr in Deutschland lebt und könnt euch dieses Buch nicht leisten, dann könnt ihr es euch dennoch bestellen. Und wenn ihr Geld habt, könnt ihr Bücher kaufen und sagen, ihr kauft ein paar Patenschaftsbücher dazu für Weihnachten. In diesem Buch geht es nicht um Corona, primär. In diesem Buch geht es darum, aus Fehlern zu lernen. In der Zukunft etwas besser zu machen. Und ich behaupte nicht, dass das, was ich hier reingeschrieben habe, der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es ist eine Diskussionsgrundlage. Ihr könnt das Buch als E-Book kaufen, dann verdiene ich was daran. Ihr könnt auch beides kaufen. Wenn ihr das E-Book kauft, bekomme ich davon eine Provision. Wenn ihr das Buch kauft, nicht. Wenn ihr meine anderen Bücher kauft, bekomme ich eine Provision. Bei diesem Buch nicht. 600 Seiten stark. Mit den drängendsten Fragen aus meiner Sicht. Ich gehe darin auch, übrigens, auf die Bibel ein, auf den Koran ein, auf die 10 Gebote ein. Ich gehe auf viele Sachen ein. Ich gehe auf Todsünden ein, ich gehe auf Politik ein, auf das Bankensystem, auf Kryptowährung und auf vieles andere mehr. Kauft das Buch, lasst euch das Buch schenken und wenn ihr kein Geld habt, holt euch das kostenlose Buch. Das ist mein Vermächtnis an die Menschen, die diese Zeit mitgemacht haben. Und ich möchte, dass es gelesen wird. Ich möchte, dass es überall steht. Und deswegen
habe ich auf meine Autorenhonorare verzichtet, auf die Freiexemplare verzichtet und ich möchte, dass dieses Buch gelesen wird. Und ich möchte, dass über dieses Buch gesprochen wird und dass über dieses Buch die Menschen sich Gedanken machen, ob sie bessere Ideen haben als ich hier drin. Es geht um Schulsystem, es geht um Sozialsystem, es geht um Steuern. All diese Sachen sind hier drin. Es geht um Energie, es geht um Regierungen, Könige, Kaiser und Nationen. Es gibt noch andere Bücher von mir, wenn ihr hier dazugekommen seid und überhaupt nicht wisst, wer ich eigentlich bin. Wer ich bin, erfahrt ihr hier. Das ist sozusagen meine Biografie mit Bildern aus einer bewegten Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn die vielen Menschen, die immer wieder sagen, dass sie mir dankbar sind, sich einfach meine Geschichte durchlesen. Warum habe ich was gesagt? Warum habe ich meinen Mund aufgemacht und bin durch Deutschland gefahren? Und es gibt noch ein anderes Buch, was mich beschreibt, ohne dass ein Wort zu Corona drin ist oder ähnliches. Es gibt ein Buch, in dem ich vor Corona angefangen habe, Sprüche zu sammeln, die mir was bedeuten, die für mich wichtig sind. Und das ist das sogenannte Weisheitentagebuch. Und dieses Weisheitentagebuch ist ein Faksimile von einem handgeschriebenen Buch von mir. Und das Weisheitentagebuch sieht so aus. Ja, muss ich mich kleiner machen. Findet ihr ebenfalls beim Kamascha Verlag. Und ich treffe ja viele Menschen, die mich hier auch in Afrika besuchen kommen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenige diese Bücher gelesen haben. Und trotzdem glauben, sie würden mich kennen. Bücher sind ein Teil der Seele, die man preisgibt. Es sind Geheimnisse, die man teilt. Es ist sehr persönlich, weil dieses Buch, das Weisheitentagebuch, ist handgeschrieben. Ich habe dort das gesammelt, was ich für meine Kinder übergeben wollte und ich habe dieses Buch einmal von Hand geschrieben und dann einmal abgeschrieben, damit meine beiden Kinder jeder ein eigenes Exemplar von dem Buch haben können. Ich wollte euch einladen, mich kennenzulernen. Ich wollte euch einladen, mehr mitzubekommen, als ihr hier in einem Hainun mitbekommt. Schaut doch mal rein. Es gibt schon einige Kapitel, die ich vorgelesen habe, findet ihr auch im Bushimo des Tageskanal. Schaut doch einfach mal rein und lasst uns einfach diese Welt ändern, weil ich nicht glaube, dass wir so weitermachen sollten, wie wir bisher das gemacht haben. Und das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam es schaffen, die Zensur zu beenden. Wenn uns das nicht gelingt, sehe ich Probleme auf uns zukommen. Wir sind die Aluhutverschwörer, von denen man täglich hört. Noch einmal, als Schwurbler, Spinner, Kurvidioten ständig diffamiert. Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr. Was hier mit uns gemacht wird, ist längst totalitär. Für euch sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Bestimmte Wörter sind passé, Meinungsfreiheit längst ade. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt? Was passiert, wenn keiner streikt? Sich aus Angst der Lüge beugt? Es ist die Wahrheit!
von vielen ignoriert. Die Wahrheit von Medien diffamiert. Die Wahrheit von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Die Zentren sind errichtet. Die Das hier ist Tiffany Dover. Und immer wenn ich dieses Bild sehe und diese junge Frau sehe, kommen mir eigentlich die Tränen. Tiffany Dover war die erste, die offiziell in Amerika gespritzt wurde. Und sie ist auch die erste, die an dieser Spritze gestorben ist. Man hat versucht, eine andere Person als Tiffany Dover zu installieren, das auch übrigens Björn Banane und Arne Schmidt zu verdanken, dass das Ganze sehr genau analysiert wurde. Sie erblendet in diesem Lied auch nochmal ihre vermeintliche Nachfolgerin ein. Die hat, abgesehen davon, dass sie ihr wirklich nicht ähnlich sieht, sogar noch eine andere Augenfarbe. Achtet darauf. Impfung steht bereit. Die Schwachen sind als erstes dran, weil niemand nach ihnen schreit. Die Gesellschaft ist gespalten, durch Lügen provoziert. Und sowas in einem anderen Land wie Russland, China, Nordkorea, würde man fast von Diktatur reden. Egal wer nun gestorben ist, als Corona tot erzählt. Die Sterblichkeit stellt deutlich klar, eine Pandemie war niemals da. Sie belügen uns seit einem Jahr. Wann wird's auch dem Letzten klar? Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt. Was passiert, wenn keiner streikt, sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Von Medien diffamiert. Die Wahrheit. Von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit. Die uns zusammenführt. Die Menschen erwachen in allen Regionen. Sie gehen auf die Straße, trotzdem fehlen verboten. Die Lügen zerbrechen wie Glas auf dem Boden. Die destruktiven Pläne sind nun endlich aufgeflogen. Die Eliten sind am Ende, das kann man deutlich sehen. Ihre Propaganda fängt an, ihre Wirkung zu verlieren. Hinterfragende Menschen auf der gesamten Erde stehen zusammen für echte menschliche Werte. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns zusammenführt. Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Jo, ich bin, mich macht das immer traurig, gebe ich zu. Es macht mich wirklich immer traurig. Wenn man es echt probiert, wenn man es wirklich probiert, tja, ich lese jetzt gerade mal so ein bisschen im Chat. Tja, Björn. Ja, Tiffany. Ja, ich verstehe das auch nicht. Warum die Eltern von jemand wie Tiffany Dover schweigen, ich denke, durch Angst. Das ist nicht sehr viel anders, als wenn irgendwelche Astronauten glauben, sie würden zum Mond fliegen und landen am Ende in einem Fernsehstudio. Dann werden sie im
durch die ganze Welt geflogen und werden in Paraden geehrt. Und jeder sagt ihnen, pass mal auf, wenn ihr das erzählt, dann gibt es Weltkrieg mit Russland. Nur unsere Überlegenheit im Weltraumwettkampf hat uns davor geschützt. Man wird ihnen gesagt haben, tut mir leid, Tiffany ist gestorben, wir kümmern uns um euch, ihr kriegt Geld. Aber wenn ihr was sagt, bringen wir euch um. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Ja, wir machen Fortschritte, aber leider sind die ganzen Leute, die eigentlich auf die Straße gehen müssten, nicht auf der Straße. Und das Interesse lässt nach. Das ist auch nachvollziehbar und falsch, auch wenn ich zwischendurch auch immer mal keinen Bock habe, bei Telegram oder sonstige Sachen zu verteilen, versuche ich immer wieder neue Wege zu finden, wie jetzt mit Instagram oder TikTok oder sonstigen Sachen, dass man diese Message irgendwie nach außen transportiert. Weil wir können nicht aufhören. Es muss irgendwie klar werden und sein. Die Querdenker hatten recht. Die Querdenker hatten recht von Anfang an. Und am besten wäre es, das würde jemand wie Jens Spahn sagen. Und zwar täglich zur Primetime im Fernsehen. Dampfwalze sagt, Medizinskandale dauern meistens länger, durchschnittlich 4 bis 8 Jahre. Nun ja, das stimmt jetzt nicht ganz im Zusammenhang mit der Schweinegrippe-Pandemie oder ähnlichen Sachen. Es geht auch schneller. Ja, das war mit... Aber auch hier bei, sagen wir mal jetzt, Contagan. Contagan war einem Journalisten zu verdanken, der nicht nachgegeben hat und der einfach immer weitergemacht hat. Und diese ganzen tollen Leute, wie ich jetzt hier Boris Reitschuster auch sehe oder TKP.at oder BittelTV oder wer auch immer, die haben dafür gesorgt, dass es die ganze Zeit immer weitergeht. Es gibt immer mehr, die das Ganze rausgeben. Report24, Legitim.ch, gibt so viele auf eins, die, ja, hol ihn dir, Bodo, hol Jens Spahn ins Gespräch, ja, schön wär's. Schön wär's. Wenn irgendjemand Kontakt hat, ich würde gerne mit ihm sprechen. Jeder Einzelne ist wichtig. Wir haben immer noch die Möglichkeit, wie das damals bei den Freiheitsboten war, gute, kurze, prägnante Zahlen und sowas auszudrucken mit einem Thermodrucker und die Welt damit zu beglücken. Kurze, prägnante Sachen, wie die Querdenker hatten recht. Wenn die Leute das jeden Tag an jeder Litfaßsäule lesen, wachen sie irgendwann nachts um 3 auf und sagen, scheiße, die Querdenker hatten recht. Das sind dieselben Methoden, wie sie der Staat gemacht hat. Dieselben Methoden könnten wir auch. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert, weil ich habe es schon oft gesagt. Die Wiederholung ist das, was sie uns voraus haben. However, dieses war High Noon und ich versuche jetzt mal, mich noch ein bisschen einzulesen, warum das bei Insta nicht geklappt hat. Der Ton bei Insta war gut. Ich habe leider zu wenig Ahnung von Instagram und von TikTok, aber ich muss mich damit beschäftigen, weil es ist zu wichtig. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gesegnete Vorweihnachtszeit und Gott schütze euch alle. Und ich glaube an Gott und ich glaube, dass es gut wird.
Und ich glaube, dass das, was gerade passiert, passieren muss. Und auch in dieser Härte passieren musste. Und das Nächste, was passieren muss, ist, dass die Menschen, die das verursacht haben, es täglich im Fernsehen den Menschen sagen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein Fan von irgendwelchen radikalen Strafen. Es ist sogar unsinnig, einen Drosten ins Gefängnis zu stecken. Ein Drosten müsste für ein Jahr lang jeden Tag den Menschen sagen, dass er sie belogen hat und betrogen hat. Und er müsste einfach untergreifend erklären, was er falsch gemacht hat und warum und wer dafür verantwortlich war. Ich verteile mal noch ein paar Zitronen, gucken, ob das funktioniert. Das sind ja keine Zitronen mehr, sind ja Glocken. Glocken, ich lege mal noch 500 Glocken dazu oder was auch immer. Was hat man davon, wenn die im Knast sitzen, Nadine? Nix. Lasst sie für die Menschen arbeiten, denen sie geschadet haben. Ich finde es gut, wenn Karl Lauterbach in Köln die Straße reinigen würde, damit er wenigstens mal was Sinnvolles macht. Mit Müll kennt er sich ja aus. Herzlichen Glückwunsch an Nadine, Dampfwalze, Oldman, Ach Ich und Stine Homburg. Homburg? Nee, Horreburg. Horreburg. Kenne ich gar nicht. Okay, also, ich mache mich mal vom Acker. Das habe ich auch im Knast den Leuten gesagt. Sag ich, lasst doch mal die Medikamente weg. Ja, ihr seid ja völlig medikalisiert. Für jeden Mist braucht ihr, für Kopfschmerzen, für dies, für jenes. Ja, das ist doch eine Weichei-Gesellschaft. Und dass man wieder zurückkommt zu einer normalen Medizin, dass sich die Ärzte wieder intensiver mit den Patienten und ihren Bedingungen, unter denen sie leben, auseinandersetzen und dass mehr Wert auf Vorbeugung gelegt wird, was ja überhaupt nicht im Interesse der Pharmaunternehmen ist. Ja. Und dass man im Grunde genommen sagt, ihr müsst eins verstehen, dass die Nahrungsmittelindustrie und die Pharmaindustrie arbeiten Hand in Hand. Und jetzt rechnet euch mal aus, was am Ende dabei rumkommt. Du kriegst eine Impfe zum Beispiel, hast einen gewissen Schaden, ja, dann isst du das Zeug, was dir angeboten wird, ja, und wirst eigentlich kränker und kränker. Und damit bist du dann der Dauerkunde in der Apotheke. Und genau das wollen die. Das kann es nicht sein, habe ich gesagt. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht, was diesen Menschen angetan wurde, und zwar zahlreich. Und deswegen sage ich an all die Kritiker, die hier draußen stehen oder die zuschauen, das, was geschriebenes Recht ist, was Gesetz ist, das, was mir immer wieder gesagt wird in Gerichtssälen, und zwar zuhauf, ja, das steht so im Gesetz, das steht so in der Verordnung, muss nicht immer Recht sein. Es kann auch Unrecht sein. Und in diesem Fall war es Unrecht. Und zwar ein ganz schlimmes Unrecht für die Menschen, die die anderen hier im Klinikum und überall in Deutschland dafür versorgt haben und dafür ja ihren Einsatz gegeben haben. Und auf einmal stehen sie deswegen vor Gericht. Ein Irrsinn, der sich da abgespielt hat und den wir aber nicht bekämpfen konnten, wo eben einfach Schluss war. Und wo eben keine Rechtsmittel mehr bestehen. Ungeimpfte Kinder sind deutlich gesünder. Eine Reihe von Studien zeigt, was die US-Gesundheitsbehörde CDC nicht untersuchen will. Professor Brian Hooker von Children's Health Defense sammelte solche Studien. Das Ergebnis: Geimpfte Kinder leiden 30-mal häufiger an allergischen Entzündungen der Nasenschleimhaut, 5-mal häufiger an Lernbehinderungen, 4-mal häufiger an Autismus, ADHS, Allergien und neurologischen Entwicklungsstörungen und 3-mal häufiger an Ekzemen.
Die Studie wurde zurückgezogen, doch über 100 solcher Studien haben Professor Hooker und Robert F. Kennedy Jr. zusammengetragen und im Buch Vax Unvax – Let the Science Speak veröffentlicht. Unter den Amischen einer christlichen Glaubensgemeinschaft finde man kein Kind mit Autismus, ADHS, Autoimmunerkrankung, Enzephalitis oder Epilepsie. Diese seien weitgehend ungeimpft. Die CDC habe der Öffentlichkeit jahrzehntelang geschadet und verberge alle Daten, sagte der Informatiker Steve Kirsch vor dem Senat von Pennsylvania aus. Nach der Sechsfachimpfung war eine Reihe von Babys verstorben, Stunden oder Tage nach der Injektion. Die Zulassungsbehörde EMA sah keinen Anlass für eine Neubewertung der Impfstoffe. Als Diagnose wurde meist plötzlicher Kindstod angeführt. Doch jeder zweite plötzliche Kindstod tritt innerhalb von 48 Stunden nach einer Impfung ein und etwa 70% innerhalb einer Woche, sagt eine Ermittlerin, was auch Studien belegen. Der Zusammenhang zwischen Impfungen und plötzlichem Kindstod sei seit Jahrzehnten bekannt. Dr. Gerd Reuter spricht von einer Scheindiagnose, die zu Beginn der großen Impfkampagnen Anfang der 1970er Jahre geschaffen wurde. Auch die HPV-Impfung scheint zu einem Anstieg von Gebärmutterhalskrebs zu führen, statt vor diesem zu schützen. Das belegte ein Forscher für mehrere Länder 2022 in einer Arte-Dokumentation. Krebsspezialist James Lyons Wheeler warnt vor einem Massensterben, wenn Millionen Mädchen die HPV-Impfung, wie von der Impfallianz Gavi geplant, erhalten. Trotz alledem wurde die Zahl der Impfungen in den letzten Jahren deutlich erhöht. Aktuell sieht der Impfplan der STIKO bis zum Alter von 2 Jahren ganze 30 Impfungen vor. Und dazu kommen erst die nebenwirkungsreichen und tödlichen mRNA-Geninjektionen. Die Übersterblichkeit, der Geburtenrückgang und die erhöhten Fehl- und Totgeburten in vielen Ländern könnten darauf zurückzuführen sein. Viele weitere dieser sogenannten Impfstoffe sind bereits in Entwicklung. Doch mit der Corona-Pandemie ist das Vertrauen der Menschen in Kinderimpfungen weltweit gesunken. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn es eine Impfpflicht gibt zum Gesundheitsschutz, dass es dann Sanktionen geben muss. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie zu schnell fahren und Sie werden erwischt, dann gibt es ein Bußgeld, das zu zahlen ist. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass sich ein mögliches Bußgeld immer auch nach der Schwere des Vergehens richtet. Ich glaube, dass in den allerseltensten Fällen überhaupt ein Bußgeld verhängt werden wird, weil die allermeisten wahrscheinlich nach erster Aufforderung dann auch ihr Kind impfen werden lassen. Vielfach geht es ja auch darum, dass einfach die zweite Impfung vergessen worden ist und dass dann in anderen Fällen es auch nach Verhältnismäßigkeit vor Ort entschieden wird. Also wer hartnäckig und dauerhaft trotz mehrfacher Aufforderung einer Pflicht nicht nachkommt, der ist sicherlich anders zu behandeln und wird auch anders behandelt als jemand, der es einfach nur vergessen hat. Ich möchte die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Medikamente die dritthäufigste Todesursache sind nach Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs. Die Leute wissen gar nicht, wie gefährlich unsere Medikamente sind. Ich habe berechnet, dass Vioxx 125.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es gibt noch andere schädliche Pillen, etwa Psychopharmaka. Eins der populärsten ist Zyprexa, das zum Beispiel bei Schizophrenie verschrieben wird. Nach meinen Schätzungen hat allein dieses Medikament 200.000 Menschen getötet. Peter Götsche meint, dass die Pharmaindustrie die Öffentlichkeit mit falschen Informationen in die Irre führt. Pharmazeutische Studien, die nicht die gewünschten Ergebnisse erbringen, würden geheim gehalten oder manipuliert. Insidern sei das längst bekannt, aber es müsse endlich ein Thema werden, das breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich wundere mich, dass das kein öffentliches Thema ist, wenn so viele Menschen mit Arzneien getötet werden. Würde ein neues Virus nur einen Bruchteil dieser Menschen umbringen, würden wir uns sehr bemühen, dieses Virus zu bekämpfen. Aber weil es sich um Medikamente handelt, tun wir praktisch nichts. Der Grund dafür ist, dass die Pharmaindustrie unglaublich mächtig und reich ist und weite Bereiche unserer Gesellschaft korrumpiert hat. Dann war es so, dass ich in meiner aktiven Zeit die Vorlesung Mikrobiologie, Infektiologie, Immunologie und auch Virologie teilweise gehalten habe. Viele Jahre, 30 Jahre. Und diese Vorlesung war beliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich unheimlich gut besucht. Ich
Ich bin dann down, ich lerne die ganze Zeit. Wirklich. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren so viel über Impfungen gelernt, mehr als in den 30 Jahren zuvor, als ich darüber gelehrt habe. Und ich habe verstanden jetzt, warum meine Kollegen das nicht wissen. Ja, es war eine Suche nach warum, wie Sie sagen, warum ist das so? Und ich habe die Antworten jetzt. Und die Antwort ist schlicht und einfach, dass diese ganze Impfindustrie ein Riesenbetrug ist. Wahrscheinlich der größte und gefährlichste Impfbetrug der Medizin aller Zeiten. Und was wir jetzt erleben, ist die Spitze, das Endprodukt des Betrugs.